eBay, Rebuy, Zox, Momox, Vinted und eBay Kleinanzeigen. Alles Online-Plattformen, auf denen gebrauchte Waren gehandelt werden. Von Technik bis Kleidung. Denk mal, so 30, 40, 50%, wenn alles gut erhalten ist, gerade bei Kleidung, sind die drin, würde ich sagen. Bei Technik verfällt der Preis deutlich schneller. Ob das wirklich so ist, wollen Claudia und Patrick herausfinden. Er wird ein Smartphone und eine Spielekonsole verkaufen. Claudia wird Kleidung anbieten, eine Markenjeans, ein Kleid und eine Jacke. Ich hoffe, dass es unkompliziert ist, der Verkauf, und dass ich einen guten Preis für die Klamotten bekomme. Claudia und Patrick bieten ihre Artikel jeweils auf 3 verschiedenen Plattformen an. Damit die Ergebnisse vergleichbar sind, haben wir für diesen Test alle Artikel 3-mal besorgt. Alle sind im gleichen Zustand. Kaum benutzt und wie neu. Bei welcher Plattform geht der Verkauf am einfachsten? Und wo gibt's am meisten Geld? Das sind Top-Preise. Deshalb würde ich nicht meckern. Das ist total fair. Als erstes testen die beiden Rebuy, Zox und Momox. Das sind Wiederverkaufsplattformen, sogenannte Reseller. Diese Plattformen kaufen die Ware an, prüfen und verkaufen sie danach online weiter. Los geht's mit Rebuy, der Marktführer in Europa für den An- und Verkauf gebrauchter Elektronik. Patrick bietet eine Spielekonsole und ein Smartphone an. Beides sind aktuelle Modelle. Da schlägt er dir schon die ganzen Suchergebnisse vor. Mhm. Schwarz. Ach ja, super. So, und jetzt stellt er dir praktisch Fragen zum Zustand des Smartphones. Mhm. Zum Glück gibt es auf diesen Seiten dann auch ziemlich genaue Angaben darüber, was gebraucht heißen darf. Ja? Also wie viel Kratzer, an welcher Stelle die sein dürfen, um dann noch in eine Kategorie, ich sag mal, neuwertig im besten Falle zu gelangen. Um ein Angebot zu bekommen, muss Patrick jeweils einen ausführlichen Fragenkatalog beantworten. Und? Wie viel gibt's für das neuwertige Smartphone? Und jetzt macht er einen Preisvorschlag, 97,40 Euro. Allerdings muss ich jetzt sagen, dafür, dass das Handy ja knapp über 160 Euro gekostet hat das, und ja, ja, wie neu ist. Neu ist, ja. Finde ich das Angebot jetzt nicht sehr attraktiv. Fast 100 Euro bei einem Neupreis von 164. So schlecht finde ich das jetzt nicht. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Spielekonsole weiter, oder? Hoffe ich mal, dass das genauso unkompliziert ist. Das ist es. Nochmal beantwortet Patrick Fragen zu Zustand und Zubehör. Die Spielekonsole ist ein aktuelles Modell. Er bietet sie ebenfalls als neuwertig an. Das heißt, er gibt uns jetzt hier auch wieder einen Preisvorschlag. Das sind in dem Fall 159,52 Euro. Ja, und der Einkaufspreis lag bei um die 270, ne? Ja, gerade bei so einer Spielekonsole hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ich finde eigentlich auch, 270, die haben ja keinen Verschleiß, diese Geräte, diese Konsolen, oder? Und es ist neuwertig. Und da verliert er Geld. Neu hat das Smartphone 164 Euro gekostet. Rebuy bietet dafür 97,40 Euro an. Für die Konsole soll Patrick 160 Euro bekommen. 110 Euro weniger als der Neupreis. Das Geschäftsmodell dieser Plattform besteht genau darin, das kleine bisschen Marge sich eben selbst zu verdienen, was sie dann abziehen müssen beim Ankaufspreis. Weil sonst würde sich das Ganze natürlich nicht lohnen. Die Ankaufsportale funktionieren so. Nachdem die Plattform ein Angebot gemacht hat, schickt Patrick seine Elektronikartikel an das Unternehmen. Dieses prüft die Ware, kauft sie an, bereitet sie auf und verkauft sie über die eigene Webseite weiter. Ja, dann hoffen wir mal, dass der Preis auch ausgezahlt wird, der uns jetzt angezeigt wurde, ne? Mal sehen, wie viel die Konkurrenz bietet. Zox ist einer der größten Online-Händler für Elektronik-Gebrauchtwaren in Deutschland und kauft täglich bis zu 10.000 Artikel von Privatpersonen an. Ich erwarte mir von Zox, dass der ganze Prozess am besten genauso unkompliziert ist, wie es jetzt bei Rebuy ist. Allerdings habe ich jetzt natürlich die Hoffnung, dass wir einen besseren Preis erzielen bei Zox als bei Rebuy. Patrick will hier das gleiche Smartphone und die gleiche Spielekonsole verkaufen. Wird Zox mehr Geld anbieten?
Einen Unterschied zum Mitbewerber Rebuy gibt es bei der Präsentation der Artikel. Dann wird hier mit Bildern und sogar Videos beschrieben, wie man den optischen Zustand bewerten kann. Oh, das finde ich als User jetzt ganz wichtig. Also, können Sie wirklich erkennen, was so ein Stück Technik noch wert ist? Hier wird es Ihnen gezeigt auf der Plattform. Wie kann ich sozusagen richtig taxieren, ohne am Ende enttäuscht zu sein? Der Fragebogen ist übersichtlicher als bei Rebuy. Und der Preis? 12 Euro weniger, als wir jetzt bei Rebuy eventuell bekommen. Und wie viel bietet der Händler für die neuwertige Spielekonsole? 135,88. Also das ist schon ein großer Unterschied zu Rebuy, ne? Die Plattform an sich fand ich einfach und unkompliziert. Es ging auch schneller. Dafür war der Preis niedriger. Zox zahlt für das Smartphone knapp die Hälfte des Neupreises. Für die Konsole bietet das Portal knapp 136 Euro. Damit lag das Angebot von Zox knapp 42 Euro unter dem von Rebuy. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine Enttäuschung. In beiden Fällen für wohlgemerkt Artikel wie neu. Wie neu ist auch die Kleidung, die Claudia verkaufen möchte. Eine Jeans, eine Jacke und ein Kleid. Und zwar über Momox, Europas größtes Ankaufsportal für Secondhand-Kleidung. Der Händler ersteht täglich bis zu 150.000 Artikel von Privatpersonen und verkauft sie auf dem eigenen Portal weiter. Ich hoffe, dass es unkompliziert ist, der Verkauf, und dass ich einen guten Preis für die Klamotten bekomme. Bei Kleidung ist es wirklich viel komplizierter als bei so Zockerkonsolen oder gar Smartphones. Wer sagt mir denn, wie oft die getragen wurden? Erkennt man das wirklich, dass ich dieses Hemd heute zum ersten Mal trage? Nee, oder? Tue ich auch nicht, es ist das dritte Mal. Aber es sieht noch aus wie neu. Claudia startet mit dem Kleid. Das hat im Laden 49 Euro gekostet. Markenname? Den Markenname möchte ich einmal wissen. Oh. Okay, also ohne jetzt mehr von diesem Kleid zu wissen, sagt er mir direkt schon, dass ich 7,97 Euro dafür bekomme. Wie weiß der denn das so schnell? Was ist denn das für ein Algorithmus? Hat sie überhaupt schon irgendwas gesagt, in was für einem Zustand das ist? Irgendwie abgenuddelt oder sowas? Warum dieser schnelle Preis? Weitere Fragen wie zum Zustand, der Größe oder der Farbe hat Momox nicht. Auch nicht zu Jeans. Die hat neu 69 Euro gekostet. Ja, also reich werden wir hier nicht. Das ist schon mal klar. Dann ab in die Box. Zum Schluss haben wir dann noch die Jacke. Schwarze Jacke. Ja. 89 Euro war ihr Neupreis. Doch obwohl sie ungetragen ist, bietet der Händler Claudia nur 10 Euro an. Knapp 70 Euro weniger. Für die drei Artikel bekomme ich von Momox 24,66 Euro. Ich bin nicht wirklich mit dem Preis zufrieden. Nein, aber man darf wahrscheinlich, wenn das so schnell und so unkompliziert geht, darf man wahrscheinlich nicht zu viel erwarten. Alle Angebote liegen deutlich unter den Originalpreisen. Für keinen der Artikel bietet Momox mehr als 10 Euro. Das ist eine große Enttäuschung. Entschuldigung, also meine Jeans oder meine Mäntel und die meiner Frau bekommen die nicht. Trotzdem schickt Claudia die drei Kleidungsstücke an Momox. Dort werden sie geprüft und die Preise gegebenenfalls angepasst. Bis zu 3 Wochen kann das dauern. Sollte Claudia sich dann gegen einen Verkauf entscheiden, kann sie ihre Ware zurückverlangen. Auch wenn Momox nur wenig Geld anbietet, hat die Plattform einen Vorteil. Momox ist so einfach und selbsterklärend. Und das Ganze, wie lange hat es jetzt gedauert, die drei Sachen zu verkaufen? Ich würde mal sagen, unter 5 Minuten. Man muss weder viele Fragen beantworten, noch Fotos hochladen, noch sonst was. Also ich glaube, das kriegt jeder hin. Etwas Arbeit haben Claudia und Patrick aber doch. Sie müssen die Kleidung, Smartphones und Spielekonsolen verpacken und an die drei Ankaufsplattformen schicken. Immerhin übernehmen diese die Versandkosten. So, dann gehen unsere Pakete auf die Reise. Da bin ich mal gespannt, ob das genauso wird, wie wir es uns vorgestellt oder erhofft haben. Das waren die sogenannten Ankaufportale. Jetzt wechseln die beiden zu den Online-Marktplätzen. Gibt es da bessere Preise? Im Test eBay, Vinted und eBay Kleinanzeigen. Auf allen dreien bieten Händler und Privatleute Neues und Gebrauchtes an. Über Auktionen oder Anzeigen.
Los geht's mit eBay und eBay Kleinanzeigen. Sie gehören zu den weltweit größten Online-Marktplätzen. Hier müssen Patrick und Claudia ihre Artikel bestmöglich präsentieren. Gute Fotos sind wichtig. Schließlich sollen die Artikel hochwertig aussehen, um Käufer anzusprechen. Claudia und Patrick fotografieren die Artikel aus verschiedenen Blickwinkeln. Genau. Oh, sie macht das. Na gut, der Schatten ist jetzt ein bisschen ungünstig. Der Schatten ist wahnsinnig schwierig übrigens, wenn man solche Artikel fotografiert. Ich mache das deswegen gerne draußen bei Tageslicht. Ja, möglichst nicht zur Mittagszeit, wenn die Sonne runterknallt, dann bekomme ich immer ein schönes Licht. Nur so mein Tipp. Oder wichtig hier aber auch die weiße Wand. Patrick nimmt auch Zubehör und Originalverpackung auf. Und Claudia die Waschung der Jeans. Jetzt haben wir ja schöne Fotos geschossen, dann würde ich sagen, lad mal das Ganze mal hoch. Patrick versucht, über eine Auktion bei eBay am meisten herauszuholen. Ganz wichtig, die korrekte Modellbezeichnung. Bei mir war es jetzt relativ unkompliziert. Ich habe, als ich die Bezeichnung eingegeben, hat er mir gleich einen Titel dafür vorgeschlagen. Mhm. Und den konnte ich einfach antippen. Und im Endeffekt musst du jetzt nur noch die Fotos hochladen und du kannst halt eine Artikelbeschreibung noch hinzufügen. Und ganz wichtig, versetzen Sie sich als Verkäufer in den Kopf des potenziellen Käufers. Was würde der gerne erfahren über das Produkt? Den Hersteller natürlich, das Modell, das Produktionsjahr und Angaben zum Zustand der Ware. Patrick startet für das Smartphone und die Spielekonsole eine eBay-Auktion. Doch wie viel kann er verlangen? Ich werde jetzt einfach mal den Startpreis von 73 Euro annehmen. Mhm. Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht dabei bleibt, ja, sondern dass es noch steigt. Das System schlägt dir einen realistischen Startpreis vor. Und da geht es ja erst los. Wir reden hier über eine Auktion. Das kann auch nach oben gehen. Auch die Konsole soll auf diesem Weg den bestmöglichen Preis erzielen. Los geht's bei 114 Euro. Ist das nicht zu hoch? Im schlimmsten Fall bietet niemand und Patrick geht leer aus. Vor allem beim ersten Artikel ist es mir doch ein bisschen schwer gefallen. Gerade so bei der Artikelbeschreibung war ich mir relativ unsicher. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Übung hat, dann ist das Ganze doch relativ leicht zu handeln. Claudia verkauft ihre Kleidung über eBay Kleinanzeigen, dem größten Online-Kleinanzeigenportal Deutschlands. Auch sie macht detaillierte Angaben zu Marke, Farbe und Größe der Kleidung. Die Verkaufspreise kann sie selbst festlegen. Setz deine Limits, kenn sie und halte sie auch ein. Mindestens so viel möchte ich dafür bekommen. Drunter mache ich nicht mit. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, auf Verhandlungsbasis zu verkaufen. Und ich setze relativ hoch an, weil mir hier auch gesagt wurde, das wird zwischen 20 und 40 Euro wird das verkauft. Dann habe ich jetzt 35 Euro genommen. Für die Jacke gibt Claudia einen Verhandlungspreis von 50 Euro an, für die Jeans 45 Euro. Claudia probiert einen zusätzlichen Spezial-Online-Marktplatz aus. Bei Vinted steht der Verkauf von Secondhand-Kleidung im Mittelpunkt. Allein in Deutschland nutzen die Plattform knapp 11 Millionen Menschen. Auch hier muss Claudia Fotos hochladen und die Artikel genau beschreiben. Und es gibt noch einen Extra-Service. Ich habe ja angegeben, dass es ein Kleid ist und jetzt schlägt mir Vinted direkt vor, wie ich es verpacken soll, also was für eine Größe ich da brauche. Claudia bietet Jeans, Kleid und Jacke zu den gleichen Preisen an wie bei eBay Kleinanzeigen. Fertig. Das ging schnell. Jetzt heißt es abwarten, bis sich die ersten Interessenten melden. Werden Claudia und Patrick alle Artikel verkaufen? Und wenn ja, zu welchen Preisen? Ich bin gerade auf dem Weg zur Post, um ein Päckchen zu verschicken. Ich habe nämlich nach nur einem Tag schon meinen ersten Artikel verkauft. Ich habe schon super viele Gebote für beide Artikel bekommen. Es kann gerne so weitergehen. Gerade bei den Hosen gestaltet sich das Ganze ein wenig schwierig. Ich bin jetzt mit dem Preis ein wenig runtergegangen. Ich habe schon das Geld von Reba erhalten. Und ich bin überrascht, dass es doch schneller ging, als sie mir eigentlich geschrieben hatten. 11 Tage später wollen wir es wissen. Sind Claudia und Patrick alle Artikel losgeworden? Und wo gab es die besten Preise? Zunächst zu Rebuy, dem Marktführer für den An- und Verkauf gebrauchter Technik.
Das waren jetzt für die Konsole ja, knapp 160 Euro und für das Smartphone 98 Euro. Also genau die Preise, die Patrick beim Einstellen der Artikel angeboten wurden. Auch der Anbieter Zox hat nach Kontrolle der Ware sein Angebot eingehalten und zahlt die versprochenen 220 Euro für Smartphone und Konsole. Eine unerwartete Antwort gab es von Momox. Jacke und Kleid wollte der Händler nach Prüfung doch nicht ankaufen. Begründung? Das Material sei beschädigt. Was für Beschädigungen? Das finde ich komisch. Die Artikel waren so gut wie neu. Und dann wollen Sie die gar nicht verkaufen? Wir haben Momox um eine Stellungnahme gebeten und folgende Begründung bekommen. Nach einem Abgleich mit unserer Datenbank haben wir festgestellt, dass die betreffenden Artikel wegen sogenannter Bügelfalten oder Liegestellen als beschädigtes Material eingeordnet und daher abgelehnt wurden. Liegefalten können beim Transport entstehen und sind leider nur schwer bis gar nicht zu entfernen. Das Kleid und die Jacke kann Claudia sich jetzt zurückschicken lassen. Allerdings muss sie die Versandkosten von 4 Euro selbst übernehmen. Immerhin, für die Jeans zahlt Momox die versprochenen 6,63 Euro. War auf den Online-Marktplätzen mehr zu holen? Ich habe jetzt für beide Sachen 314 Euro bekommen. Oh, wow. Super. Na, hätte ich nicht gedacht. Es war ja so, am Anfang habe ich relativ viele Gebote bekommen. Da ging es steil bergauf. Und so ging das Smartphone nach 7 Tagen für 123 Euro an den Höchstbietenden. Die Konsole war einem Spielefan 191 Euro wert. Das sind Top-Preise. Das sind Top-Preise. 191 für eine Konsole, die 72 neu gekostet hat, da würde ich nicht meckern. Das ist total fair. Und auch das Handy liegt im ganz normalen, das ist jetzt kurz gerechnet, 2/3 des Neuwertes. Roundabout, korrigier mich? Nee, passt, oder? Ganz genau. Und für wie viel ging die Kleidung bei eBay Kleinanzeigen weg? Claudia konnte alles verkaufen. Allerdings musste sie die Preise reduzieren. Die Jacke ging für 40 Euro weg, die Jeans für 20 und das Kleid für 35 Euro. Das, finde ich, sind ordentliche Preise und liegen nun deutlich über denen der anderen Plattform. Da kann sie zufrieden sein. Auch über Vinted haben alle Artikel neue Besitzer gefunden, wenn auch zu niedrigeren Preisen als erhofft. 25 Euro gab es für die Jeans, 40 für die Jacke und für das Kleid 28 Euro. Und was bleibt unterm Strich? Hier das Gesamtfazit. Wo gab es die besten Preise für Technikartikel? Am wenigsten gab es bei Zox. Rebuy liegt auf dem 2. Platz. Und mit 279 Euro konnte Patrick über seine eBay-Auktion am meisten einnehmen, obwohl das Portal noch 11% Gebühren einkassiert hat. Der junge Herr ist ein Auktionsgewinner. Klasse, ja, 314 Euro für Geräte, die einen Neupreis von 430 hatten, das ist top. Wo gab es am meisten für die Kleidung? Momox will nur knapp 7 Euro zahlen. Über eBay Kleinanzeigen und Vinted hat Claudia dagegen über 90 Euro verdient. Für mich die klaren Gewinner in diesem Test. Ja, die beiden eBay-Schwestern, Kleinanzeigen und das Originalportal. Die besten Preise, die erzielt wurden. Der beste Weg zu den besten Preisen. Der war zwar aufwendiger, hat sich am Ende aber tatsächlich ausgezahlt. Wer einzelne Teile zu Geld machen möchte, bekommt bei eBay oder Vinted die besten Preise. Allerdings kosten das Erstellen der Anzeigen und die Verhandlungen mit Interessenten Zeit und Nerven. Und dass man alles verkauft, ist nicht garantiert. Wer viele Sachen loswerden will und sie nicht selbst online verkaufen möchte, nutzt besser Ankaufportale wie Rebuy, Zox oder Momox. Auch wenn man nicht so viel Geld verdient, ist man ja oftmals froh, dass man die Sachen einfach mal weg hat. Und gleichzeitig kann man den Sachen auch wieder eine neue Chance geben und muss nicht immer alles gleich wegschmeißen.